Hey, liebe Leute, ich bin's wieder. Joshua Sung schon. Ich hab hier irgendwas. Dem? Ja, ja, er schaut immer wieder. Kann das nicht abschneiden? Na, wozu denn auch? Das sind nur ein paar Sekunden. Ja, gut, ihr seht schon, wie ich bekleidet bin. Ich hoffe, das stört euch nicht so, ne? Ich will mich jetzt nicht voll nackt ausziehen, aber einfach Bock drauf. Worum geht's heute? Paar Themen ansprechen, vielleicht auch mal so kurze Informationen. Will mal auf Stückweise, vielleicht so die Themenweise das ansprechen. Wo fange ich an? Ja, erstmal, warum ich jetzt hier sozusagen bisschen teilweise nackt rumlaufe, ne? Also ich habe schon noch eine Dreiviertelhose an, also so eine, ja, ist nicht so wichtig. Oh, du bist doch in einer Altbauwohnung und du hast doch gesagt, es ist so kalt hier drin und ja, es ist halt das Interessante, gleich da einzugehen, ein bisschen Transformation meines Körpers. Ja. Ich habe ja euch gesagt, wenn man reiner wird, ja, das ist schon bei mir der sechste Tag, dann passt du dich der Temperaturen an. Ja. Der Körper erwärmt sich oder das macht dir nichts mehr aus. Das hier könnt ihr jetzt sehen, hier. Ja. Unten sieht das ja die Sonne. Na, ja, okay, die Sonne scheint auch. Aber das ist mir aufgefallen, dass die Kälte mir nichts mehr ausmacht. Ich gehe barfuß, so kalter Boden, kein Ding, echt kein Ding. Nur so mal so angerissen. Kurzer Update, dass die Kälte mir nichts mehr ausmacht. Ich laufe dann halt nackt. Ging. Ja, ihr könnt jetzt sagen, man hat die Heizung voll aufgedreht. Nee, bei uns in der Altbauwohnung, wir sind im siebten Stock. Da brauchst du ja Woche. Bis das vielleicht dann um die vielleicht 20 Grad hat, ja. 18 Grad, 20 Grad. Und 20 Grad, wenn es so gut läuft, ja. Aber es ist immer saukalt. Naja. Worum geht's dann noch? Ich wollte mal über Fasten sprechen, ja. Ich habe keine Ahnung, ob ihr vielleicht mal Julians Buch gelesen habt. Er hat es ja gestoppt. Schade. Weil es ist schon ein echt wertvolles Buch. Aber mir ist aufgefallen, es sind natürlich auch Fehlleitungen. Er hat gesagt, es ist ja nicht zu 100% die Wahrheit, was er da schreibt. Ganz klar. Kann es auch nicht sein. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und die Sache ist ja die. Ich habe erkannt. Also in der Außeninformation, also im Kollektivbewusstsein sind ja letztendlich nur Außeninformationen, Unwissen, Fehlleitungen, oder? Also wenn jemand ans Buch. Wenn er da Belege, Zitate und Begründungen von anderen Büchern gibt, sind wir ja letztendlich auch in Außeninformation, ja. Ist ja im Grunde genommen nicht sein intuitives Wissen. Hat er schon noch belegt, klar. Doch eins stellt sich doch die Frage, zum Fasten zu kommen, nur zum Fasten zu kommen. Er schreibt in dem Buch, das Fasten, habe ich ja mal schon mal gesagt, schwächt deinen Körper. Ja, schwächt deinen Willen, bist leichter zu beeinflussen, zu suggerieren, ja, zu manipulieren, fremdzusteuern. In dieser Hinsicht stimmt es nur so weit, wenn du nicht die Kontrolle über dich selber hast. Du bist auch empfänglicher, deine Verbindung zu deiner Seele wird auch stärker, umso reiner du wirst, umso weniger du isst. Macht's Klick bei euch. Also ich wiederhole es nochmal. Fasten. In seinem Buch steht auch, dass es für Demut, sich unterwerfen und sich hier klein machen und sowas heißt. Ja, die Frage stellt sich doch, ist es auch eine Fehlleitung? Weil alles ja eine Fehlleitung ist, steckt da nicht vielleicht mehr dahinter, ja? Das ist dann eine doppelte Fehlleitung oder eine dreifache Fehlleitung. Doch sieh mal den Kern, wenn du nichts isst, wie ich jetzt am sechsten Tag oder mein Vater ist schon am 20. Tag. Klar, du bist vielleicht leichter zu beeinflussen, empfänglicher, weil du die Verbindung zu deiner Seele aufbaust, aber dadurch wirst du auch gleichzeitig stärker. Natürlich, wie ich sag, empfänglicher für telepathischen Kontakt und sowas, ne? Das habe ich ja. Und du musst natürlich aufpassen, dass es nicht andere Wesenheiten, ja? Darum geht es, die Kontrolle. Ihr müsst unterscheiden, wer ist. Und wenn ihr die Verbindung zu eurer Seele wirklich habt, dann wisst ihr, vertraut nur auf eure Seele in dem Fall.
Ja klar, ich habe Kontaktaufnahmen auch von unserer Zivilisation, von der neunten Dimension. Und von den Dimensionen will ich auch noch drauf ankommen. Dimensionen sind nichts anderes als Wahrnehmungszustände, andere Wahrnehmungen. Es macht keinen Unterschied. Ja, es macht schon einen Unterschied, gewissermaßen, von 3D und dem. Ja, nochmal zum Fasten zurückzukommen. Ich sage ja, dass ich nicht faste, ich esse einfach nichts. Ich verfolge kein Konzept. Aber das Fasten, wenn man das jetzt, also jetzt, wo man das von Julian absieht, dass das Demut heißt und das gehört ja nicht zum strukturierten Prinzip der Liebe. Es ist ja auch letztendlich eine Fehlleitung. Ihr wisst doch, in der Medizin wird doch auch alles verdreht, oder? In der Schule wird auch alles verdreht. Ja? Man sagt ja, destilliertes Wasser ist totes Wasser, schlechtes Wasser. Seht ihr, wo hinaus es geht, wo die Reise hingeht? Es wurde alles verdreht. Was gut ist, ja, wird als schlecht bezeichnet. Was schlecht ist, wird als gut bezeichnet. Seht ihr? Und wenn natürlich Fasten so halt hier missbraucht wurde und dies und das wurde es natürlich so zerdreht, dass der Kern nicht mehr so leicht zu finden ist. Und mir ist heute klar geworden, dass durch nichts essen, wenn wir einfach nichts essen, was wiederum Fasten für euch bedeuten könnte, ne? Nichts essen, nichts anderes heißt, dass du aufhörst, in der 3D-Matrix zu verweilen, schwere Kost zu nehmen, ja, dich auf dem Boden zu halten und die Verbindung zu deiner Seele stärker herstellst, ja. Weil du empfänglicher bist. Natürlich ist die Gefahr dann auch da, dass du leichter zu beeinflussen bist. Das stimmt. Du bist nicht im Grunde genommen schwächer, du bist schon stärker, bloß du bist empfänglicher. Das ist die Gefahr. Ja. Deswegen müsst ihr auf eure Seele wirklich vertrauen. Ihr müsst wirklich wissen, dass es eure Seele ist und nicht die Parasiten im Darm. Die Parasiten im Darm ernähren sich ja vom Essen. Die halten dich immer runter. Deswegen ist Fasten von den allen Demutsgedanken und Toleranzgedanken und irgendwas beweisen und dies und das. Nein, die haben das gemacht, um auf den Punkt zu kommen. Die haben es gemacht, damit sie die Verbindung zu sich selber herstellen. Und die Verbindung stärker herzustellen. Empfänglicher zu werden, sagen wir so. Aber wie gesagt, wenn man nicht die Kontrolle hat, nicht das weiß, dann ist man empfänglicher für andere Wesenheiten, die du eigentlich nicht hereinlassen solltest oder wolltest. Ja. Das ist nur die Gefahr daran. Aber es ist nichts Schlechtes, um das klarzustellen, dass dich das nicht schwächer macht, sondern dich nur stärker. Also, dass die Verbindung zu deiner Seele stärker wird, deine Fähigkeiten stärker wird, weil du reiner wirst, weil du nicht mal wieder runtergezogen wirst durch das Essen. Weil wie gesagt, ich sag wie gesagt, im Darm sitzen die Parasiten. Und die halten dich runter. Und die wollen nur essen. So einfach. Naja, das ist jetzt zu Fasten. Ich hoffe, ihr versteht das so gut. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Dimensionen. Ja, vielleicht wird es für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde dauern, weil ich hier mehrere Themen anspreche. Ja. Ihr wollt ja nur das Wichtigste hören. Ich werde jetzt nicht auch. Ja. Dimensionen. Dimensionen sind nichts anderes als andere Wahrnehmungszustände. Und mir ist klar geworden, dass umso höher du in einer Dimension, es sind ja Wahrnehmungszustände. Nehmen wir es so. Und wenn man einen höheren Wahrnehmungszustand erreicht, sagen wir mal, ich bin in der vierten oder fünften Wahrnehmung, Dimensionswahrnehmung. Dadurch kommen auch die telepathischen Fähigkeiten wieder. Die vierte Dimension, die vierte Wahrnehmung ist mit dem Herz verbunden. Also mit der Seele. Wir können so sagen, dass die dritte Dimension, 2, 1, unter der Seele stehen. Ja, sie saufen ab. Aber du hast die Verbindung zu der Seele nicht. Wirklich. Also, es euch nochmal bildlich vorzustellen. Also, okay, sind nur Wahrnehmungszustände. Dimensionen sind Wahrnehmungszustände. Was hier herrscht, ist 3D-Wahrnehmungen. Sind 3D-Wahrnehmungen. Ja. Ihr habt bestimmt schon mal was von Chakren gehört. Nur so. Um das zu verbildlichen, zu verdeutlichen, was ich meine. Chakren. Oder Siegel. Sieben Siegel. Ja, es gibt ja mehrere Dimensionen. Wahrnehmungszustände. Ja, ist mir schon klar.
nur zu vorzustellen, ja. Fortpflanzung sogar, sind Chakra-Punkt oder ein Siegelpunkt. Dann zwischen der Bauchnabel und nee, zeigst du es jetzt nicht. Bauchnabel und Geschlechtsorgan ist noch ein Siegel. Ja, es ist natürlich wieder Außeninformation, aber damit ist vielleicht ein bisschen. Also, wie haben wir das genannt? Alter. Ja, genau. Es war auf Englisch, das habe ich da erfahren. First Seal, also erstes Siegel. Ist es Sexualtrieb. Also das nennt sich Unconsciousness. Unterbewusstsein. Ja, es gibt kein Unterbewusstsein. Der erste Siegel sind halt die Fortpflanzungsorgane. Sextrieb. Ja. Dann das zweite ist Social Consciousness. Ja. Social Consciousness, also Essen, emotionale Geschichten halt. Awareness heißt Erwachung oder Wachsein. Da nimmst du dann die Sachen wahr. Aha, dann hast du also Awareness. Du bist wach darüber, was im zweiten und im ersten Siegel passiert. Sex, Fortpflanzungsorgane, Social Consciousness, bla 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 bla. Auto, ich habe großes Auto, Anerkennung, diese ganzen emotionalen Geschichten untertrennen. Und Awareness ist das dritte Siegel, das die zwei Siegel erkannt hat und im dritten Siegel die Kontrolle über sich selber hat. Ja, weil er sich da bewusst darüber geworden ist, was die anderen zwei Siegel sind, die anderen Wahrnehmungen. Ja, 1D, 2D sind 3D, ist dann mehr oder weniger, erkennst du mehr oder weniger was, wenn du die Kontrolle hast. Und das vierte ist dann, wie heißt denn das? Ja, es ist wieder Außeninformation, ich weiß schon, aber das ist halt das Herz, da bist du mit der Verbindung mit der Seele, mit dir selber. Steht dir? Okay, ich zeig's mal so. 1D, erstes Siegel. 2D, zweites Siegel. 3D, drittes Siegel. Ja. 4D, viertes Siegel. Vierte Wahrnehmung, Verbindung mit der Seele. Bei Awareness ist die Verbindung zu der Seele nicht ganz da. Oder noch bei den drei anderen Siegeln bist. Auf der vierten Dimension, in der vierten Wahrnehmung bist du sozusagen, also die Verbindung zu deiner Seele, das Vertrauen zu deiner Seele, und dadurch bist du in der Liebe. Ja. Herzchakra, ne? Bist du in der Liebe. Mit dem Herzen verbunden, mit deiner Seele verbunden. Aber die wird da durch die anderen drei Siegeln, durch die ganze Manipulation, Massenmedien, der Feind in dir, im Darm, versuchen dich halt immer wieder in das dritte, zweite, erste Siegel zu bringen. Immer auf und nieder, immer wieder, ja. Da ist die Verbindung zu deiner Seele natürlich nicht so da. Versteht ihr? Bam, ist doch genial, oder? Bring ich doch gut raus, oder? Kann ich gut ausdrücken. Naja. Ja. Vierte Dimension, vierte Wahrnehmung. Und ich bin in der vierten Wahrnehmung. Genauso wie das Schöpferwissen-Team. Sind in der vierten Wahrnehmung. In der fünften Wahrnehmung kann ich dir auch nicht sagen, was das genau ist. Kann sein, dass dann die telepathischen Fähigkeiten, die extrasensorischen Fähigkeiten dadurch wiederhergestellt werden. Ja. Also die vierte, versteht ihr, Dimensionen sind nichts anderes als Wahrnehmungszustände beziehungsweise Siegel. Wahrnehmung. Ja. Du bist halt bewusst darüber, was in den anderen drei, was unter dir, sagen wir mal so, hierarchisch gesehen, was unter dir abgeht. Wenn du die Verbindung zu deiner Seele hast, dann weißt du, was hier so abgeht. Ja. Wenn du dann in der fünften Dimension bist, dann werden halt deine Fähigkeiten wiederhergestellt. Weil du die Verbindung zu deiner Seele immer, die Verbindung zu dir selber immer verstärkst, bis du zur höchsten Punkt hier, zur Zirbeldrüse kommst, ja, und damit alles entfacht hast. So mal so am Rande über die Dimensionen. Gibt's noch was zu sagen? Versteht ihr das soweit? Dimensionen sind nur Wahrnehmungszustände. Nur Wahrnehmung. Und die Verbindung zu deiner Seele wird immer gestärkt. Und die 3D bis 1D Wahrnehmungen, die halten dich halt immer unten. Deswegen sage ich, sie halten dich immer unten. Social Consciousness, Socializing, ne? Socializing. Emotionen halt eben. Durch Emotionen gesteuert werden halt eben. Immer wieder rufen, immer wieder rufen. Erstes Siegel ist halt der Trieb gesteuert.
6, 6, 6, 6, 6, Boyscan, Boyscan. Und das dritte ist halt, du hast die Kontrolle über diese Emotionen. Du hast die Kontrolle über die anderen Siegel und damit können die dich steuern, weil sie darüber bewusst sind, ja, unter den 2 und 1D wahrnehmen. Ja, Strich und ja. Mist. Versteht nur den Kontext. Es geht nicht darum, wirklich die einzelnen Details, was ich da gebe, nur das Verständnis, dass auf der vierten Dimension, vierten Wahrnehmung, das Herzchakra ist, das Herzsiegel, und das ist die Verbindung zu deiner Seele, zu dir selbst. Und wenn du davon aufbaust, dann erkennst du natürlich alles, was in den anderen drei Wahrnehmungen, 3D, 2D, 1D, abgeht. Ja. Aber natürlich ist es noch nicht so stabil, dass du immer die Gefahr hast, wieder runterzukommen, immer wieder runterzukommen. Durch Verunreinigung, durch Vergiftungen, durch Manipulation von außen, ja, und der Feind in dir auch drin, im Darm, versuchen dich halt immer wieder in diese drei Wahrnehmungen, 3D-Wahrnehmungen, 3 bis 1 immer wieder auf und nieder zu bringen. Damn! Alter, ist das geil! Damn! Also, du musst meine Vertraute anschauen, und dann checkt sie. Damn, geil. Na, es war eigentlich so easy, oder? Okay, das zu halten, ja, das ist jetzt nur Wissen. Ich hab's ja schon. Ihr seht doch. Oder? Dass ich in der vierten Wahrnehmung bin. Und ich bin bei euch. Oder in der fünften Wahrnehmung. Kommt immer drauf an. Ich kann euch jetzt nicht sagen, ob fünfte Wahrnehmung heißt, dass die extrasensorischen Fähigkeiten wiedererlangt werden. Ich denke schon, ja. Ich denke schon, weil die vierte Dimension, die vierte Wahrnehmung heißt nur, dass du die Verbindung zu dir selbst wiederhergestellt hast mit der Seele. Und die musst du halt nur, sagen wir mal, pflegen, die Kontrolle da behalten und immer verstärken, deine Verbindung zu deiner Seele. Wenn es so stabil ist, dass dich eigentlich die unteren Dinger, ja, nichts mehr, du hast die Kontrolle über die anderen Dimensionen, Wahrnehmungen. Ja, bist du halt das höchste, es gibt anscheinend 7 Siegel, ja, im Körper. Da werden halt deine Fähigkeiten immer mehr. Damn, Alter. Vielleicht hätte ich es euch irgendwie. Die Schule, die ich mal besucht habe, war doch nicht dumm, ne? Das ist mir gerade aufgefallen. Da steckt schon viel Wahrheit drin. Echt viel Wahrheit. Umso höher du kommst, umso mehr. Ich denke, das sechste Siegel. Das sechste Siegel, ja, oder das fünfte Siegel, ja, also fünfte oder sechste Dimension, da gibt es keine Dualismen, also es gibt keine Gegensätze mehr. Du siehst alles gleich, steht dir. In der fünften oder sechsten Dimension, ich kann es euch nicht jetzt genau sagen, ich habe das nicht mehr so in Erinnerung, ist jetzt nicht so wichtig, aber in der fünften oder sechsten Wahrnehmung habt ihr nicht mehr diese Gegensätze. Alter, und das bin ich doch, oder? Alter, du kommst gerade hoch. Ich hätte doch von die ganze Zeit, dass ich alles bedingungslos, grenzenlos sehe, ne? In Liebe. Sag ich doch die ganze Zeit, oder? Ja, Dianus, ja, weg von den. Ich verzeihe ihnen, ja. Also nicht das Böse, verzeihe ich nicht. Nein, nein. Keine Gnade. Kopf ab. Und ich sehe niemanden getrennt. Ich sehe alle mit mir verbunden. Ja. Keine Gegensätze, keine Polaritäten. Es sind keine, in der sechsten oder fünften Dimension gibt es für dich keine Polaritäten mehr. Du siehst es nicht mehr als Polarität. Du benennst es, ja, du siehst es schon. Doch du hast nicht mehr dieses Gefühl, du hast nicht mehr diese Emotion von, ja, Trennung. Ja. Alle sind ein Teil. Damn. Also heißt das in Schlussfolgerung, dass ich. Macht's Klick bei euch, Alter, dass ich mal hier in der sechsten oder fünften Dimension mal. Ja, ist ja auch wieder ein bisschen auf und nieder, es kommt immer darauf an, wie empfänglich ich bin, wie die Verbindung zu meiner Seele ist, ja. Ich bin immer wieder mal in der sechsten, fünften und auf jeden Fall in der vierten Dimension. Größtenteils, ich weiß, ich komme auch mal wieder zu den dritten, zweiten, ersten Dimensionen wieder, wobei bei der ersten mit Trieben und Social Consciousness
Ja, ein bisschen schon. Ja, klar, ich bin nicht wirklich frei davon. Das wird aber immer besser, umso stärker ich die Verbindung zu meiner Seele herstelle und ich immer weiter. Steht dir? Es sind Wahrnehmungszustände. Das kann sein, du bist dann plötzlich in der sechsten Wahrnehmung. Ich sag ja, wir haben sieben Chakren, sieben Siegel. Ja. Und ich bin auch mal in der Zirbeldrüse. Da ist dann das ganze Wissen. Es ist so, als hättest du die Erleuchtung. Erleuchtung heißt nichts anderes, dass du allwissend bist, dass du die Verbindung zum Informationszentrum hast. Und das nennt man dann das intuitive Wissen, das Wissen aus sich selbst heraus, weil die Zirbeldrüse die Verbindung zum einheitlichen Schöpfer bringt. Geht zu der Urquelle, oder nennst wie das Wort. Ja, und es kommt alles hoch. Alter! Deswegen, weil die Zirbeldrüse ja das geistige Auge ist, das dritte Auge, angeblich, ja. Und du siehst es dann, du siehst alles. Also heißt das in Schlussfolgerung, dass ich immer wieder mal in der siebten, sechsten, fünften oder vierten Dimension Wahrnehmungen mit euch kommuniziere. Und deswegen kann es sein, dass ihr nicht immer mich genau versteht, weil ihr noch nicht in dieser Wahrnehmung seid, in diesem Moment. Und das gilt zu herzustellen, ja. Ja. Theo, ey. Theo. Geil. Ihr müsst schon denken, ey, der ist. What? Ja, das ist echt so. Es ist nicht, dass du dann plötzlich woanders bist, sondern es sind nur Wahrnehmungen. Und mit den Wahrnehmungen kommen natürlich die extrasensorischen Fähigkeiten wieder im Spiel. Je nachdem, wie lange du das haltest, wie lange du die Verbindung hältst, wie lange du das reinigst, steht dir. Alle versuchen dich ja wieder runterzuhalten, wieder runterzuholen. Und das Essen, die Vergiftungen, die Verunreinigungen machen das, weil es dir auch die Verbindung zum Herz, ja, zu der Seele einschränkt. Steht dir? Ja, und ich denke, ich sollte jetzt aufhören, weil sonst wird es schon wieder lang, ne? Alter, ich krieg's nicht mehr. Ich krieg's nicht mehr. Ja klar, es ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt ständig die siebte Dimension. Steht dir? Doch, eigentlich schon. Nee, doch. Im Grunde auch schon. Also oft, sehr oft, habe ich die Verbindung. Also bin ich in der siebten Dimension und habe dann das Informationszentrum. Ja. Bin mit dem verbunden, mit der einheitlichen Schöpfer, ja. Und sehe das dann alles. Deswegen mache ich. Wow, damn. Ja, das ist genau das. Das ist echt genau das. Das nennt sich das Wissen aus sich selbst heraus. Zu dir selbst. Ja. Das Wissen, ja. Ja, die Verbindung. Und umso reiner du deinen Körper machst. Ich habe ja gesagt, ihr sollt euch selber zeigen, dass ihr das wirklich wollt. Das könnt ihr am besten zeigen, wenn ihr das in die Tat umwandelt. Natürlich nicht zu erzwingen, sondern ihr müsst es wirklich dafür bereit sein und es wollen. Deswegen esse ich nichts mehr. Ich habe auch kein Verlangen. Ich weiß dann nur, wenn ich da was rieche oder da dies sehe, ist immer noch ein bisschen da. Ja, die werden halt immer schwächer, aber die machen auch immer wieder Radau. Und ja, nee, ich denke, ihr versteht das, oder? Wir alle switchen mal von einer Dimension zur nächsten, also zur nächsten Wahrnehmung. Wie die Verbindung zu deiner Seele halt ist, wie stark sie halt ist. Wie rein du bist, wie gut es fließen kann, ja? Wie du nicht von dir abgebracht wirst oder gestört wirst, ja. Und mit der Zeit, wenn du das immer länger bist, ja. Bam, damn. Ich habe euch ja gesagt, wenn man zum Beispiel, wenn ich jetzt in der vierten Dimension bin oder der fünften Wahrnehmung oder der sechsten oder siebten, dann kann es sein, dass ihr mich nicht auf Anhieb versteht. Wenn ihr natürlich die Verbindung, also die vierte Wahrnehmung habt, wenn ihr die Verbindung habt, dann versteht ihr mir mehr, also von der vierten Dimension, ja, versteht ihr mir mehr, als wenn ihr jetzt noch in der dritten verweilt. Das ist ein bisschen schwieriger. Ein bisschen schwieriger. Und die Sache ist bei mir, ich habe ja auch gesagt, ich gebe euch hin, wenn ich Einzelcoaching mache. Weil ich es kann. Weil ich es erkannt habe. Ich kann in den ersten Siegel, in den zweiten Siegel, also erste, zweite, dritte da Wahrnehmung gehen. Weil ich die vierte und fünfte, sechste, siebte drauf habe
und immer wieder runter switchen kann, nicht runter switchen im Sinne von, ja, ich mache mich wieder lower. Nee, es das heißt nur, dass ich diese Wahrnehmung dann wieder annehme, aber ich bin doch immer noch in der siebten oder in der fünften oder in der sechsten oder in der vierten. Damit ich euch im Sinne, damit ihr mich verstehen könnt und ich euch abholen kann. Ich kann euch dann von der ersten Wahrnehmung oder von der zweiten oder von der dritten Wahrnehmung sozusagen ein bisschen abholen, euch begleiten, dass ihr dann in die vierte Dimension kommt, also in die vierte Wahrnehmung, wo das Herz ist, wo die Seele ist, ja, damit ihr selber die Verbindung herstellen könnt und somit dann selber gehen. Das ist Selbstermächtigung, Ermächtigung. Der haben wir auch schon. Alter, jetzt muss ich wirklich zu dir. Nee, ihr könnt es auch selber. Ihr könnt es auch selber. Ihr braucht mich nicht dazu. Überhaupt nicht. Ich will zu gehen stehen. Versteht ihr? Weil ich in der siebten schon mal gewesen bin, kann ich alles andere schon erkennen. Okay, ich habe noch nicht meine Fähigkeiten, ja. Bin ich gerade dabei. Da gehört halt der physische Körper sehr stark dazu. Der wurde ja richtig lau gehalten, richtig programmiert, richtig festgemacht, ja. Dass er nicht mal fliegen kann, ne? Weil er so schwer ist. Er ist einfach viel zu verdichtet, zu verunreinigt, zu stark verschmutzt. Man muss halt wieder rein werden. Und ich habe gesagt, ich kann euch, ich gebe euch hin, weil ich muss, es ist ja, ja, es ist eigentlich gleich, ja, ich weiß schon, es sind halt nur Wahrnehmungen und ich kann in die andere Wahrnehmung immer. Aha, da bist du, aha, da bist du, okay, ja, klar. Aber ich bin immer noch in meiner Wahrnehmung. Damn, das ist so genial, Alter, ey. Damn. Geil. Geil. Und wenn ihr das mal verstanden habt, also, nochmal zu wiederholen, es ist sehr wichtig, sorry, dass es so lang wird, ja. Aber ich denke, das ist wichtig. Das erste ist der Sextrieb, ja? Fortpflanzung. Das zweite sind die Social Consciousness. Das ist im Darm. Alter. Jetzt da. Ja, vielleicht hast du bei euch schon nichts Klick gemacht, aber Social Consciousness, Emotionen. Der Darm. Da sitzt die Social Consciousness. Also Socializing, diese ganzen Emotionen. Awareness ist dann hier im Magen drin. Awareness heißt Bewusstwerdung. Ja. Bewusstwerdung, sagen wir mal Bewusstwerdung. Du bist darüber bewusst, was in den anderen, was in deinem Darm passiert und was in deinem Sextrieb passiert, deinem Fortpflanzungsorgan. Und der Magen ist bewusst darüber und nimmt die Informationen von den anderen auf. Ja. Deswegen kann es sein, dass es dann zusammenzieht oder irgendwie fühlt es sich so komisch an und sowas, weil das alles verbunden ist. Ja. Oh. Danach kommt die Seele, das Herz. Damn. Damn. Ja. Und dann kommt alles andere eben. Aber ihr müsst erstmal die Verbindung zu eurer Seele haben und es zu halten und es erkennen. Alter. Oh, alles klar, Mann. Boah, boah. Ja, es ist schon heftig, ey. Ja, das ist es. Damn. Oh. Jetzt wisst ihr, was Dimensionen sind. Wahrnehmungen. Ja. Jetzt wisst ihr wirklich, was, warum ich da vom Darm rede. Ja. Weil da die Parasiten sitzen und da das Social Consciousness ist. Sozialbewusstsein halt eben. Die ganzen Themen halt, irdischen Sachen, 3D-Matrix bedingte Sachen, was eigentlich die 2D ist, ne? Sitzen die Parasiten und die haben das halt, die steuern es halt, weil die da drin sitzen. Und es gilt halt dann zu reinigen, damit du die Verbindung wirklich vollkommen mit deiner Seele hast. Weil die ziehen dich halt immer wieder runter. Die bringen dich immer wieder runter. Ja? Die bringen mich ja auch immer wieder mal runter. Aber ich habe immer wieder die Kontrolle. Versteht ihr? Ich gehe immer wieder hoch. Immer wieder hoch. Ja, nee. Ja, schon, nee, geht nicht. Oh, scheiß Kerl, Mann, nee, jetzt geht's wieder hoch. Nee, nein, 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 nein. Vision. Ja. Das ist so als Schauspiel. Nee, versteht mich. Ja, gut, ich denke, das lasse ich dabei. Deswegen zieht, vertraut euch selber. Ja, vertraut eure Seele. Fragt eure Seele, ist Fasten wirklich so schlecht? Oder steckt da mehr dahinter? Weil alles ja verdreht wurde, alles, was anscheinend gut ist, für dich mit deiner Verbindung zu dir selbst zu bringen, mit deiner Seele zu bringen, wird meistens als schlecht empfunden, also schlecht aufgezeigt, fehlgeleitet. Klar, das meiste ist sowieso Unwissen und so, aber versteht ihr meine Gedanken?
Nicht zu essen heißt nur, du hast, bist empfänglicher für dich selbst, deine Seele. Du wirst reiner, wirst nicht mehr runtergehalten und steigst ein bisschen her. Ja? Höher, her, euch. Ja, das hat nichts was mit Demut zu tun, seinen Willen zu schwächen oder seinen Körper zu schwächen. Ja? Anfangs kann es das sein, dass es so ist, weil er so programmiert wurde, weil man versucht, dich immer wieder in den Darm zu bringen. Social Consciousness, also einfach wieder diese emotionalen Geschichten zu durchleben. Und Awareness ist halt Bewusstwerden zu lesen, was abgeht. Du siehst es dann. Aber wenn man nur in den ersten zwei Wahrnehmungen ist, und du warst noch nie in der dritten oder immer nur ein bisschen und du hast die Kontrolle nie da gehalten, ja, da rutschen sie immer wieder runter. Und die wollen dich halt in den ersten zwei Sinnen beibehalten, damit du nicht erkennst, damit du nicht bewusst wirst, was abgeht. Ja gut, boah, ich denke, bam. Ja, vielleicht mache ich noch einen Beitrag, aber erstmal bis hierhin und dann ciao, Mann. Alles Liebe von mir. Danke, dass ihr mich erfasst habt und wahrgenommen habt. Ich hoffe, ihr habt wieder neue Klicks gehabt bekommen. Ne? Aber ist eigentlich so easy. Ja. Aber ich setze so weit, sonst würde ich es nicht so raushauen können. Na gut, dann, wie ich gesagt habe, ne, wie gesagt, alles Liebe. Wir sehen uns, euer Sungshun.